So, also wir wollen uns heute anschauen, wie man solche Repräsentationen berechnen kann. Als erstes wiederholen wir kurz nochmal, rufen wir uns alles in Erinnerung, was wir im Wintersemester dazu gelernt hatten. Die Grundidee der formalen Bedeutungsrepräsentation mit prädikatenlogischen Mitteln kann man zum Beispiel auf Wittgenstein zurückführen, auf Zitate wie: Einen Satz verstehen heißt zu wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Also es geht nicht, entscheidend ist nicht zu wissen, ob ein Satz wahr ist oder nicht, sondern die Wahrheitsbedingungen zu kennen. Deswegen wird sowas auch oft als eine wahrheitskonditionale Semantik bezeichnet, als eine Repräsentation, die feststellt, unter welchen Bedingungen ein Satz wahr und unter welchen Bedingungen ein Satz falsch ist. Es legt natürlich nahe, dass wir hier so ein rein logisches Satzverständnis haben. Ein Satz im Sinne von Wittgenstein hier ist eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Es gibt natürlich auch andere Arten von Sätzen, Fragen müssen zwangsläufig eine andere Semantik haben. Manche sind vielleicht einfach Fragen nach dem Wahrheitswert einer Aussage. Stimmt es das so und so? Aber wenn ich frage, wer hat das gemacht, das kann ich nicht als wahre oder falsche Aussage irgendwie interpretieren oder als thematisierende wahre oder falsche Aussage. Und Gleiches gilt natürlich für Sätze, die eigentlich jemand auffordern, was zu tun oder so versteckte Aufforderungen sind. Also es gibt viele andere Satzfunktionen, die sich so nicht repräsentieren lassen. Aber wenn wir zum Beispiel Textmining machen wollen, wenn Sie aus Wikipedia die unglaubliche Menge an Wissen, die in Wikipedia steckt, in einem Text dort kodiert ist, wenn Sie die formalisieren wollen, dann könnte so ein wahrheitskonditionaler Ansatz sehr sinnvoll sein. So, erinnern Sie sich noch, wie das funktioniert hat? Was ist die Bedeutung von Peter liebt Maria in dieser prädikatenlogischen Darstellung? Erinnert sich jemand? Ich sehe ihn nicken, oder? Also Peter liebt Maria wäre ja eine Beziehung zwischen P und M, also den zwei Individuen. Ich weiß aber nicht, ob sie da hinaus. Genau, die Darstellung haben wir so gemacht. P und M sind Individuenkonstanten, also Eigennamen werden als Referenzen auf ein bestimmtes Individuum verstanden, die wir dann mit solchen Individuen, großgeschriebenen Individuenkonstanten darstellen. Und wie Sie gesagt haben, lieben ist eine Beziehung, steht eine Beziehung zwischen jeweils zwei Individuen her. Deswegen ist es eine zweistellige Relation oder die wir formalisieren können als ein zweistelliges Prädikat. Also ein Prädikat ist eine Funktion, die einen Wahrheitswert zurückliefert. Love von P, M ist wahr, wenn Peter Maria liebt, und falsch, wenn es nicht zutrifft. Ich verwende für die Prädikate hier englische Begriffe, um ein bisschen abzugrenzen. Also es ist sehr gängig, dass man einfach dann dasselbe Wort verwendet für ein Prädikat, was natürlich verwirrend ist, weil man letztlich eine schlechte Trennung zwischen der formalen und der natürlichsprachlichen Ebene hat. Deswegen ist es ganz günstig, dass wir die hier jetzt auf Englisch formulieren, dann sehen wir die Abgrenzung besser. So, ein zweites Beispiel, das waren also die einfachsten Sachen, die wir repräsentieren konnten. Wir haben es dann ein bisschen weitergebracht zu etwas komplexen Aussagen. Die typischen, mit denen man sich erstmal beschäftigt, sind solche verallgemeinerten Aussagen wie: Alle Katzen sind niedlich. Erinnern Sie sich, was da der wesentliche Bestandteil war, der uns solche verallgemeinerten Aussagen erlaubt hat? Ja. Genau, also alle Verallgemeinerungen werden mit Quantoren gemacht, die feststellen, dass irgendwas für alle Individuen des bestimmten Typs gilt oder für ein Individuum. Also es war so dargestellt, für alle x gilt, wenn x eine Katze ist, dann muss x auch niedlich sein. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, es geht um eine wahrheitskonditionale Semantik, also wir müssen jetzt anhand dieser Formeln irgendwie Wahrheitswerte der Aussagen überprüfen können. Das geht natürlich nur im Bezug auf eine bestimmte Situation der Welt, auf eine bestimmte Welt. Denn ob Peter Maria liebt oder nicht, ist ja einfach eine externe Tatsache, die letztlich nichts mit der linguistischen Bedeutung des Satzes zu tun hat. Das heißt, solche prädikatenlogischen Formeln kann ein Wahrheitswert zugewiesen werden in Bezug auf ein bestimmtes Weltmodell. Wir müssen also auch die Welt formalisieren. Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber für diese Zwecke ist natürlich auch nur eine eingeschränkte Sicht auf die Welt nötig, denn alle Aussagen, die wir in der Prädikatenlogik formulieren, sind letztlich Aussagen über Individuen. Das heißt, unsere Welt, unser Universum besteht aus einer Menge von Individuen, das hier ist also die Welt, beziehungsweise das Weltmodell M.
Das sind Individuen wie Peter und Maria und viele andere Individuen. Auch Gegenstände werden als Individuen dargestellt. Also hier sind vier Kugeln, hier sind drei Tische. Hier habe ich also T1, T2, T3, weil natürlich nicht das Konzept Tisch ein Individuum darstellt in diesem Weltmodell, sondern jeder Tisch, der in dieser Welt existiert, ein eigenes Individuum ist. So, und wir haben ja schon gesehen, Eigennamen bezeichnen ein eindeutiges Individuum, also eine Individuenkonstante. Diese Doppelklammern, Sie erinnern sich, die Doppelklammern stehen für die Bedeutungsinterpretation. Das heißt also, die prädikatenlogische Interpretation und Bedeutung des Ausdrucks Peter ist diese Individuenkonstante. So. Solange wir es also nur mit Eigennamen zu tun haben, ist die Welt sehr einfach. Es wird schon wesentlich schwieriger, wenn wir Pronomina haben, wenn wir sagen, er liebt Maria oder sie ist schön, sie ist niedlich, wenn wir jetzt von der Katze sprechen. Diese Pronomina können sich ja auf alle möglichen Individuen beziehen, deswegen stehen die für Individuenvariablen, üblicherweise mit kleinlateinischen Kleinbuchstaben bezeichnet, sowas wie X und Y, die eben auf irgendeins der Individuen verweisen können. Das heißt, eine Aussage wie sie ist niedlich hat eigentlich gar keine Bedeutung, der können wir keinen Wahrheitswert zuordnen, wenn wir nicht festlegen, wer mit sie eigentlich gemeint ist, also wie, was die Referenz der Individuenvariable Y in diesem Fall wäre. So, der nächste Baustein unserer Prädikatenlogik waren eben die Prädikate selbst, die Eigenschaften und Relationen bezeichnen, also Wörter, Adjektive wie alt, Substantive wie Mann. Mann bezeichnet eigentlich Eigenschaften. Er ist ein Mann, ist wahr, wenn für ihn, für dieses Individuum X, die Eigenschaft Mann zutrifft und entsprechend, er ist alt, ist wahr, wenn die Eigenschaft alt zutrifft. Das heißt, wir können solche Eigenschaften formalisieren als bezüglich des Weltmodells M, als die Menge aller Individuen, auf die die Eigenschaft zutrifft. Also nicht intentional. Wir brauchen eigentlich kein Verständnis, was genau es bedeutet, alt zu sein oder Mann zu sein, sondern es wird nur festgelegt, in diesem spezifischen Weltmodell sind folgende Individuen alt und folgende Individuen Männer. Das heißt, eine Eigenschaft wird als Menge dargestellt, zum Beispiel, dass wir jetzt in diesem Weltmodell die Eigenschaft alt, die Menge aller alten Individuen und das die Eigenschaft Mann. So. Und schließlich transitive Verben, wie wir schon gesehen haben, bezeichnen Zusammenhänge oder Relationen zwischen Individuen. Da sich immer zwei in Beziehung setzen, haben wir also eine Menge von Paaren von Individuen. Also das Prädikat liebt, ist wahr für eine bestimmte Menge von Paaren in diesem Weltmodell. Und wir können es entsprechend als eine Menge von Paaren hier mal durch Pfeile angedeutet kennzeichnen. Normalerweise, oder diese Relationen sind natürlich nicht notwendigerweise symmetrisch, deswegen haben wir hier auch gerichtete Pfeile und nicht einfach Zusammenhänge zwischen zwei Individuen. Also, wir können es auch wieder aufschreiben in M als eine Menge von geordneten Paaren. Innerhalb der Prädikatenlogik entspricht jetzt eine Eigenschaft, so eine Menge, einem einstelligen Prädikat. Die Funktion hier, dieses Prädikat als Funktion, ist nämlich genau die Indikatorfunktion der Menge. Das ist also wahr, wenn das Argument zur Menge gehört, also Old von P wäre dann wahr, weil P zu dieser Menge, die alt bezeichnet, gehört. Old von M wäre falsch, weil Maria nicht alt ist in dieser Welt. T und F hier die Abkürzung für die Wahrheitswerte. Also wir haben einstellige Prädikate oder Wahrheitsfunktionen mit einem Argument, entsprechend Mengen und analog entsprechende zweistellige Prädikate, Wahrheitsfunktionen, die zwei Argumente nehmen, zum Beispiel P und M, und dann zurückgeben, ob diese Beziehung besteht, so wahr wie die Beziehung besteht, die können solche Mengen von geordneten Paaren bzw. Relationen beschreiben. Diese Mengendarstellung, mit der wir angefangen hatten, das wird auch als Extension des Prädikats bezeichnet. Also sozusagen das Prädikat selbst ist die Intention, die Bedeutung an sich und die Realisierung in einem bestimmten Weltmodell, die Menge der Individuen, für die das zutrifft, oder Paare, für die das zutrifft, die bezeichnen wir als extensionale Darstellung. Also das waren die elementarsten Bausteine. Damit könnten wir jetzt so ganz einfache Aussagen wie Peter liebt Maria formulieren, was uns jetzt noch fehlt, sind komplexere Aussagen, bei denen mehrere Teilaussagen zusammengesetzt werden und natürlich diese ganzen quantifizierten Aussagen, die Verallgemeinerungen machen.
So, der erste Schritt zu den komplexeren Aussagen waren logische Verknüpfungen. Wenn wir also eine zusammengesetzte Aussage haben, wie Gigi ist eine Katze und Luna ist ein Hund, würde sich relativ offensichtlich übersetzen in die Eigenschaft, beziehungsweise diese Aussage ist wahr, wenn eben die erste Aussage, Gigi ist eine Katze, zutrifft und die zweite Aussage, Luna ist ein Hund, auch zutrifft. Dafür haben wir hier diesen Und-Junktor, die logische Und-Verknüpfung, und wir können die beiden Teilaussagen durch Aussagevariablen abkürzen, also P und Q, typischerweise P, Q, R, S, T, stehen für Aussagevariablen, die also eine ganze Aussage repräsentieren. So eine Variable kann nur die Werte wahr oder falsch annehmen, je nachdem, ob die entsprechende Aussage wahr oder falsch ist. Das Wesentliche ist nämlich, für den Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage ist nur relevant, ob die Teilaussage P und die Teilaussage Q wahr sind oder nicht. Was genau da drin steht, ist völlig unerheblich. Bezüglich des Weltmodells entscheidet das natürlich, ob P wahr ist und ob Q wahr ist, aber wenn wir die einzelnen Wahrheitswerte wissen, dann hängt der Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage nur noch von den beiden Teilwahrheitswerten ab. Deswegen können wir hier diese Kurznotation mit Aussagevariablen machen, weil einfach die Werte wahr oder falsch von den beiden Variablen schon bestimmen. Und deswegen können wir auch die Junktoren über sogenannte Wahrheitstafeln definieren, die eben für jede mögliche Belegung, von Wahrheitswertbelegung der Teilaussagen E und Q den Wahrheitswert der zusammengesetzten Aussage angeben. Hier hatten wir das mal für die Konjunktion, also die Und-Verknüpfung. P und Q ist natürlich nur wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind, also wenn P und Q beide wahr sind, dann ist auch P und Q wahr. In allen anderen Fällen ist P und Q falsch. Hier nochmal eine Übersicht über die wichtigsten logischen Verknüpfungen. Viele von denen entsprechen ja auch eigentlich dem intuitiven Gebrauch solcher logischen Konjunktoren in der natürlichen Sprache. Also diese Und-Verknüpfung entspricht ja auch genau dem Gebrauch des Wortes Und eigentlich in der natürlichen Sprache. Zumindest diesem Gebrauch. Eine zweite Verknüpfung ist die Disjunktion, die Oder-Verknüpfung. P oder Q ist wahr, wenn eine von den beiden wahr ist. In der Mathematik und in der Logik versteht man unter der Oder-Verknüpfung immer das sogenannte inklusive Oder, das ist nicht ausschließende. Es ist also auch dann wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind. Also man könnte es auch sagen, mindestens eine der beiden Teilaussagen muss wahr sein. In der natürlichen Sprache haben wir beide Verwendungen. Da kann man unter Oder verstehen, also wenn man sagt, Gigi ist eine Katze oder Luna ist ein Hund, kann man entweder so verstehen, mindestens eine von den Aussagen trifft zu. Es kann aber auch teilweise pragmatisch so verstanden werden, dass genau eine der Aussagen zutrifft. Und das würde der Entweder-Oder-Verknüpfung oder Kontravalenz entsprechen. Die ist also genau dann wahr, wenn wir es in der Wahrheitstafel schauen, wäre die hier und hier wahr, wenn also genau eine der Teilaussagen wahr ist und in den anderen beiden Fällen falsch. Dann haben wir noch eine einstelligen Operator, die Negation, die den Wahrheitswert umkehrt. Da habe ich also nur eine Aussagenvariable als Argument oder als Operand. Die ist ja auch offensichtlich. Und schließlich noch eine letzte wichtige. Es gibt dann noch eine ganze Reihe von anderen. Sie können sich überlegen, wie viele verschiedene Wahrheitstafeln man da formulieren könnte. Das sind, wissen Sie es, 4 hoch 2 oder 16. Und jede von diesen möglichen Belegungen in der Wahrheitstafel gibt natürlich einen neuen Operator. Man kann aber aus Konjunktion, Disjunktion und Negation alle anderen nachbilden, indem man die eben zusammensetzt entsprechend. Deswegen ist es gebräuchlich, nur mit diesen Verknüpfungen zu arbeiten. Die einzige Ergänzung, weil die sehr wichtig ist, gerade für unsere Bedeutungsrepräsentation, ist das sogenannte Konditional, die Wenn-Dann-Aussage. Die soll also ein Satz sagen, wenn A gilt, dann gilt auch B, soll solche zusammengesetzte Sätze repräsentieren. Erinnern Sie sich, wie die Wahrheitswerte dafür waren? Ich kann es ja mal hier auf der Tafel daneben schreiben. Wann ist das Konditional wahr? Also natürlich, wenn P wahr ist und Q wahr ist, P gilt und Q gilt auch, dann ist es offensichtlich wahr. Wenn P wahr ist und Q falsch ist, das verletzt ja gerade das, was behauptet wird, also muss es falsch sein. Was war, wenn P falsch ist?
Das ist eine Frau, glaube ich, weil in das Falschen kann man irgendwas fragen. Genau, das war dieses ex falso quod libet. Zum Falschen folgt jede beliebige Aussage. Denn die Behauptung hier ist ja, wenn A gilt, dann gilt auch B. Sie sagt überhaupt nichts über die Situation aus, wenn A nicht gilt. Deswegen bleibt dann der Wahrheitswert von B offen und deswegen haben wir in beiden Fällen dann wahr drinstehen. Das ist ein bisschen unintuitiv erstmal, aber es gibt eben genau diese Vorstellung oder diese Bedeutung wieder. Und es wird jetzt ja auch noch ziemlich viel in unseren Formeln vorkommen. So, jetzt der nächste wichtige Schritt war die Einführung von Quantoren, um eben auch etwas kompliziertere Aussagen als Peter liebt Maria darstellen zu können. Fangen wir mal mit den einfachsten davon an, sowas wie alles ist vergänglich, können wir repräsentieren. Also erstmal ist vielleicht nicht klar, wie man sowas prädikatenlogisch übersetzen möchte. Wenn Sie intuitiv die richtige prädikatenlogische Darstellung finden wollen, hilft es immer, das in eine Aussage über Individuen X, also das in Individuen Variablen umzuformulieren. Das könnte man so machen, alles ist vergänglich, bedeutet doch genau dasselbe wie für jedes Individuum X in unserer Welt trifft zu, dass dieses Individuum X vergänglich ist, oder mit Quantor geschrieben, für alle X gilt Modo von X. So, das ist also der eine universelle Aussage, die für alle Individuen zutrifft, wird durch den Allquantor interpretiert. Und das A steht auch genau für alle, das einfach auf den Kopf gestelltes A. So, was Wichtiges dran ist, durch diesen Quantor entsteht hier erst eine Aussage, den Modo von X, das enthält eine ungesättigte Stelle, diese Individuenvariable X, das heißt, diesem vergänglich hier, sowas wie es ist vergänglich, dem könnten wir keinen Wahrheitswert zuweisen, weil wir erst die Variable x belegen müssen. Durch den Quantor wird x gebunden. Es wird ja festgestellt, dass die Aussage für alle zutreffen muss, beziehungsweise die Gesamtaussage nur wahr ist, wenn Modo von x für alle möglichen Belegungen von x zutrifft. Und deswegen ist, nachdem wir die Variable x gebunden haben, tatsächlich eine vollständige Aussage, die dann deren Wahrheitswert zugeordnet werden kann. Also um eine Aussage zu erhalten, müssen wir alle freien Individuenvariablen oder alle Individuenvariablen in einem prädikatenlogischen Ausdruck mit Quantoren binden. Bei Existenzaussagen wie jemand schläft, äquivalent so, es gibt ein Individuum X mit der Eigenschaft, dass X schläft, werden durch den Existenzquantor auch wieder ein auf den Kopf gestelltes E repräsentiert. Also jemand schläft, würden wir übersetzen, es gibt ein X mit der Eigenschaft, dass X schläft. Und Nicht-Existenz, dafür gibt es keinen eigenen Quantor, weil wir das einfach durch Negation des Existenzquantors ausdrücken können. Also niemand kennt Otto, ist dasselbe wie zu sagen, es ist nicht der Fall, dass irgendjemand Otto kennt. Jemand kennt Otto, wäre es gibt ein X, sodass no X, Otto gilt und das Ganze negiert, ergibt uns dann die Aussage, niemand kennt Otto. Hier ist noch eine Erweiterung, die jetzt nicht zum Standardinventar der Prädikatenlogik zählt. Otto liebt zwei Katzen. Wenn wir also solche konkrete Zahlenangaben haben, das lässt sich jetzt nicht mehr durch reine Existenz oder Universalität ausdrücken. Hierfür, wenn wir sowas brauchen, führen wir da einfach einen quantifizierenden Existenzquantor ein. Also es gibt größer gleich 2 soll heißen, oder Existenzquantor größer gleich 2 soll heißen, es gibt mindestens 2x, 2 verschiedene x, für die diese Aussage gilt. Also Otto liebt 2 Katzen, heißt es gibt mindestens 2x, sodass gilt, dieses x muss eine Katze sein und Otto liebt dieses x. Hier gibt es auch wieder in der natürlichen Sprache eine Ambiguität. Otto liebt 2 Katzen scheint erstmal zu bedeuten, es gibt genau 2 Katzen, die Otto liebt. Es könnte aber auch bedeuten, es gibt mindestens 2 Katzen. Je nach Kontext können Sie auch beide Bedeutungen in der natürlichen Sprache kriegen. Deswegen bräuchten wir dann auch die beiden Varianten dieses quantifizierenden Existenz- oder dieses Zählquantors. Wenn Sie mal ein bisschen knobeln wollen zu Hause, ich weiß nicht, ob Sie es im Wintersemester schon gemacht haben, können Sie sich überlegen, ob man den Quantor nicht auch auf die elementaren Quantoren zurückführen könnte.
Also wenn Sie sich erlauben, eine ziemlich komplizierte Aussage, vielleicht auch mit mehreren Quantoren zu erstellen, vielleicht könnten Sie es diese Aussage auch zurückführen oder auch diese Aussage. Aber wir werden uns jetzt nur noch mit den einfachen Quantoren beschäftigen, also ist jetzt für uns jetzt noch nicht mehr relevant. So, jetzt gibt es noch eine weitere Verkomplizierung, wenn wir eben nicht nur, also was wir bisher machen können, ist Aussagen zu treffen über spezielle Individuen wie Otto und völlige Verallgemeinungen zu machen wie jemand, alles, niemand, die also für alle Individuen zutreffen. Hier ist eigentlich ist diese Wiedergabe auch nicht ganz präzise, weil niemand oder jemand impliziert ja eigentlich, dass es sich um Menschen handelt oder zumindest um ein Lebewesen. Aber was wir hier als Formalisierung angegeben haben, das bezieht sich auf alle Individuen. Das würde heißen, also auch jeder Tisch und jede Kugel in unserem Weltmodell muss schlafen, damit diese Aussage wahr ist. Und wenn wir statt so einer Generalisierung wie jemand oder niemand eine volle Nominalphrase haben, beziehungsweise wird ja in der Linguistik oft als DP, als Determinatorphrase bezeichnet, sowas wie alle Schüler oder ein Hund, dann bekommen wir eine explizit eingeschränkte Quantifikation. Also alle Schüler schlafen bedeutet ja, für alle Schüler trifft zu, dass sie schlafen. Was mit den anderen Individuen ist, spielt keine Rolle, insbesondere ob Tische schlafen oder nicht, hat keine Relevanz für den Wahrheitswert dieser Aussage. Also wir müssen irgendwie darstellen, dass das Prädikat Sleep von X zutrifft, wahr ist für alle X, die auch die Eigenschaft Pupil X, also haben Schüler zu sein. Analog, Maria liebt einen Hund. Das heißt, es gibt ein X, also unsere elementare Darstellung wäre, es gibt ein X, sodass Maria X liebt. Aber wenn Maria nun Peter liebt und keinen Hund, dann wäre die Aussage trotzdem falsch. Also haben wir eine zusätzliche Bedingung, dass also dieses X, das Maria liebt, oder zumindest eines von den Xen, die Maria liebt, auch ein Hund sein muss. Also beim Allquantum bekommen wir eine Einschränkung. Die Aussage muss nur zutreffen für bestimmte Individuen, hier die Schüler. Bei dem Existenzquantum bekommen wir eine zusätzliche Bedingung, die Aussage muss zutreffen für ein X, das eben auch noch ein Hund ist. Und am einfachsten ist es, sich diese Formeln als eine Art Schnittmuster zu merken. Es sind nämlich für diese verschiedenen gängigen Fälle, gibt es eben bestimmte Arten, wie man die Prädikatenlogikformel formulieren kann, die man eigentlich, wenn viel damit arbeitet, natürlich auswendig kennt. Man kann es nachvollziehen, dass die genau die Semantik wiedergeben, aber letztlich, wenn man dann eine Aussage, eine prädikatenlogische Formel konstruiert, nimmt man die natürlich als komplette Schnittmuster. Also zum Beispiel, genau, also jetzt für den Allquantor, alle Schüler schlafen, den kann man eben über solchen so ein Konditional darstellen. Wir treffen eine allgemeingültige Aussage X, die für alle Individuen zutreffen muss, aber die Aussage ist eben eingeschränkt durch das Konditional. Die Aussage, die zutreffen muss, ist, wenn X ein Schüler ist, dann schläft X. Und das schränkt es automatisch auf diesen kleinen Geltungsbereich ein, denn die Teilaussage hier, die ist ja automatisch wahr für alle X, die keine Schüler sind. Das heißt, der Wahrheitswert von Sleep ist nur noch relevant für die, die Schüler sind und muss dann eben wahr sein. Das ist genau, warum wir das X-File-Support-Libet hier brauchen. So, für den Existenzquantor, hier ist noch ein anderes Beispiel. Wenn ich hier jetzt nicht nur, also ich hatte ja die Einschränkung durch das Substantiv, sondern auf ein Konzept, beziehungsweise auf eine Kategorie, nämlich die Kategorie Schüler. Wenn ich auch noch ein Adjektiv in der Nominalphrase habe, zum Beispiel, oder liebt alle schwarzen Katzen, und das funktioniert natürlich ganz gleich, egal ob das Subjekt oder Objekt des Satzes ist, dann habe ich hier einfach links von dem Konditional als Vorbedingung eine zusammengesetzte Bedingung. Schwarze Katze bedeutet ja, X ist Katze und X ist schwarz. Und nur für diese X muss dann auch die Bedingung Love, Otto, X erfüllt sein. Und für die Existenz kriegen wir, wie schon gesagt, eine zusätzliche Bedingung. Ein Hund bellt, würden wir darstellen. Also es gibt ein X, für das Bart von X zutrifft. Also das jetzt praktisch dieses Prädikat Bart zeigt an, ob in dem aktuellen Zustand unseres Weltmodells gerade jemand bellt. Aber zusätzlich muss es natürlich ein Hund sein. Wenn ein Mensch bellt, zählt es nicht.
Also haben wir hier mit Unkonjunktur die zusätzliche Bedingung verknüpft. Also das, was hier rot markiert ist, das sind die Schnittmuster, die man sich merkt. Analog für die Negation, die Nicht-Existenz, kein Schüler kennt Richard, verwenden wir das Schnittmuster des Existenzquantors und setzen einfach die Negation davor. Sie können das auch umformulieren. Sie können es entweder nach den logischen Rechenformen umformulieren, wenn Sie sich in der Logik auskennen, oder Sie können es auch intuitiv umformulieren, denn kein Schüler kennt Richard bedeutet ja, dass für alle Schüler gilt, dass sie Richard nicht kennen. Also kann man es auch als eine negierte Al-Quantor-Aussage darstellen. Und die würde dann übersetzt nach dem ersten Schnittmuster für alle x gilt. Wenn x ein Schüler ist, dann kennt x Richard nicht. Andere Individuen dürfen Richard kennen, aber eben nur kein Schüler. Das war unsere Wiederholung. Jetzt kommen wir zu den interessanten neuen Sachen. Nämlich, wie können wir aus dem Satz, Peter liebt Maria, natürlich mit einem Algorithmus, mit einem automatischen Verfahren, die Bedeutung Love P, M herstellen. Der Ausgangspunkt für unseren Algorithmus hier wurde schon im 19. Jahrhundert formuliert von Gottlob Frege als Kompositionalitätsprinzip. Gottlob Frege hat erkannt, dass vor allem, wenn es um solche logischen Aussagen geht, dass Sätze, die Bedeutung von Sätzen, sich im Regelfall aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter zusammensetzen lassen. Die Syntax spielt natürlich auch noch eine Rolle. Die Syntax des Satzes entscheidet, wie die Bedeutungen zusammengesetzt werden sind, aber letztlich lässt sich die Satzbedeutung aus den einzelnen Wortbedeutungen konstruieren. Das ist also das Kompositionalitätsprinzip. Hier mal anschaulich dargestellt ist, die Wortbedeutungen sind Peter, hat die Bedeutung Referenz auf das Individuum P, Maria Referenz auf M und liebt eben dieses zweistellige Prädikat. Und letztlich sehen Sie ja die Satzbedeutung Love P, M können wir aus denen zusammenstellen, indem wir die eben als Argumente des Prädikats einsetzen. Und da so ein Prädikat ja einfach nur eine Funktion mit Wahrheit ist, die einen Wahrheitswert liefert, geht es hier offenbar um eine Funktionsanwendung. Wir wenden in gewisser Weise die Funktion Love auf die Argumente M und P an. Und es liegt jetzt nahe, das anhand der syntaktischen Analyse zu machen. Also die syntaktische Analyse, und typischerweise so eine baumförmige Analyse, ist die Voraussetzung, um Satzbedeutungen zu berechnen. Wir orientieren uns dabei immer an dem Syntaxbaum. Also die Bedeutung der Verbphrase liebt Maria könnten wir uns dann vorstellen als so ein teilweise gefülltes Prädikat, bei dem wir das Objekt Maria als zweites Argument eingesetzt haben und mit einer weiteren Argumenteinsatzoperation, einer weiteren Funktionsanwendung kriegen wir dann die komplette Satzbedeutung. In diesem einfachen Beispiel schien das jetzt alles ganz simpel zu sein, aber wenn wir zu etwas ganz minimal komplexeren Beispielen wie alle Hunde beißen kommen, dann funktioniert dieser einfache Ansatz, wir setzen einfach Argumente ein in den Baum, nicht mehr in die, also Argumentstellen in den Prädikaten ein, funktioniert offenbar nicht mehr so ganz. Denn, also hier können wir sagen, die Bedeutung von Hund ist das einstellige Prädikat Dog, die Bedeutung von Bell ist das einstellige Prädikat Bark und die Bedeutung von alle ist offensichtlich der Al-Quantor. Und wir haben jetzt genau wieder die Bausteine, die wir brauchen, um die Gesamtaussage zusammenzusetzen. Das war jetzt die gesamte Formel, aber wir können hier nirgendwo den Al-Quantor als Argument im Prädikat einsetzen und irgendwo muss ja auch diese Individuenvariable x herkommen, die quantifiziert wird. Also das geht alles hier ein, aber es wird in einer anderen Weise kombiniert als durch Funktionsanwendung. Die Idee ist, wir wollen bei der Funktionsanwendung bleiben. Das war die Idee von Gottlob Frege und er hat die auch ganz gut argumentiert. Also wir wollen Schritt für Schritt die Bedeutung zusammensetzen, indem wir jeweils Funktionsanwendungen machen, aber es genügt nicht, die Funktionsanwendung als Einsetzung von Argumenten und Prädikaten zu verstehen. Das heißt, was wir brauchen, um prädikatenlogische Bedeutungen zu berechnen, ist ein sogenannter Kalkül, eine Rechenmethode,
die uns erlaubt, relativ flexibel solche logischen Elemente in Prädikaten logische Formen zu kombinieren mit etwas, was einer Funktionsanwendung entspricht. Hier nochmal, wie Frege das Kompositionalitätsprinzip formuliert hat. Sie sehen, er hat dann zum Beispiel einen ganz ähnlichen Satz gemacht wie Caesar eroberte Gallien und erläutert dann, dass der aus zwei Teilen besteht. Die würden wir heute als Subjektnominalphrase und Verbphrase bezeichnen. Das Subjekt Caesar, die Verbphrase eroberte Gallien. Und er hat erkannt, dieser zweite Teil ist sowas wie eine Funktion. Also eroberte Gallien, das ist jetzt kein gängiges Prädikat, aber er findet, man kann das darstellen als Prädikat. Der braucht noch ein Subjekt, um zu wissen, wer das gemacht hat, aber es ist eigentlich eine Eigenschaft von einem Individuum, Gallien erobert zu haben. Deswegen kann man sich das wie so eine Funktion vorstellen, die noch gefüllt werden muss. Also hier ist diese Grundidee, es wird immer mit einer Funktionsanwendung gearbeitet. So, das ist leider noch überhaupt keine Formalisierung, aber die hat Alonzo Church 1932 mit dem Lambda-Kalkül nachgeliefert und genau dieses Lambda-Kalkül werden wir jetzt verwenden, um Satzbedeutungen zu berechnen. Das Lambda-Kalkül besteht aus zwei Operationsschritten, oder aus zwei Operationen. Die eine Operation erzeugt dieses verallgemeinerte Konzept von Funktionen, die eben flexiblere Manipulationen, also im Prinzip geht es um ein Kalkül, das uns erlaubt, prädikatenlogische Formen zu manipulieren, relativ gut beliebig zu manipulieren, das aber aus der Idee einer Funktionsanwendung basiert. Also haben wir hier den einen Schritt, die sogenannte Lambda-Abstraktion, die uns solche verallgemeinerten Funktionen erzeugt, indem sie nämlich in einem gegebenen prädikatenlogischen Formel bestimmte Stellen als Variablen bzw. als Funktionsargumente markiert. Also ich kann zum Beispiel ein Prädikat, eine Funktion erzeugen, die das Prädikat junger Mann darstellt. Dafür habe ich, und das ist eben das, was nicht mehr geht, weil, also wenn ich Young Man als ein Prädikat hätte, dann wäre alles einfach. Dann hätte ich hier eine Stelle und könnte da nachher ein Argument Peter oder sowas einfügen. Aber das Problem ist, dass ich es als einen zusammengesetzten prädikatischen Ausdruck darstellen muss, Young und Man. Und ich im Prinzip dieses Argument Peter zum Beispiel an beiden Stellen gleichzeitig einfügen muss. Und das passt eben nicht mehr das ist keine einfache Funktion. Aber im Prinzip ist es ja sowas, wie ein einstelliges Prädikat, dieser zusammengesetzte Ausdruck. Und genau das kann ich jetzt mit dem Lambda-Kalkül, mit der Lambda-Abstraktion erzeugen. Ich nehme diesen Ausdruck, setze an den Stellen, die es zu füllen gilt, einfach mal eine Individuenvariable ein, also Young von X und Man von X. Und mit dem vor den Ausdruck gesetzten Lambda wird jetzt dieses X als Funktionsargument markiert. Also was ich hier als f bezeichnet habe, ist jetzt eine Funktion, ist so eine verallgemeinerte Funktion, der ich einen beliebigen Ausdruck geben kann. Dieser Ausdruck soll dann an allen mit x markierten Stellen hier eingesetzt werden. Das ist einigermaßen nachvollziehbar. Die eckigen Klammern hier habe ich nur zur Verdeutlichung immer eingefügt, damit der Scopus des Lambda klar ist. Also wenn wir nachher etwas verschachtelte Ausdrücke mit mehreren Lambdas bekommen, wird dadurch eben klargestellt, wo der abstrahierte Ausdruck beginnt und endet. So, also diese Lambda-Abstraktion erzeugt jetzt, macht aus prädikatenlogischen Formeln Funktionen, in die wir Argumente einsetzen können. Und eine zweite Komponente ist eben das Einsetzen der Argumente, also die Funktionsanwendung, die wird im Lambda-Kalkül als Beta-Reduktion bezeichnet. Und das sehen wir am besten ein Beispiel. Wenn wir jetzt dieses abstrahierte f nehmen, können wir das auf ein Argument, zum Beispiel die Individuenkonstante p, anwenden. Und das sieht man am deutlichsten, wir schreiben dazu einfach f nochmal aus, also lambda x von ja x und man x. Und Sie sehen, die eckigen Klammern sind jetzt ganz praktisch, weil wir sehen, hier endet der Lambda-Ausdruck und danach kommt dann das Argument, das einzusetzen ist. So, was hier passiert ist, das Argument p wird an die Lambda-abstrahierte Variable gebunden. Also wir setzen x mit p gleich und damit wird p dann an allen Stellen, wo x vorkommt, in die Formel dort eingesetzt. Und damit kriegen wir das gewünschte Ergebnis Young von p und Man von p. Also damit können wir überhaupt so Sätze wie Peter ist ein alter Mann, können wir die jetzt berechnen,
indem wir sozusagen uns ein einstelliges Prädikat alter Mann erzeugen mit diesem Lambda-Ausdruck. Für solche Beispiele könnte man das natürlich auch mit anderen Mitteln lösen. Das Wesentliche ist, dass dieser Lambda-Kalkül keine Einschränkung stellt, was Argumente sein dürfen. Also es muss nicht eine Individuumkonstante oder ein Individuum sein. Wir werden später auch Prädikate als Argumente einsetzen können. Wir dürfen also beliebig komplizierte Ausdrücke hier als Argument einsetzen, solange das Ganze nachher noch eine sinnvolle Formel ergibt. Genau. Jetzt haben wir gesagt, die einstelligen Prädikate wie Young, die sind ja direkt schon Funktionen, also die könnten wir direkt, mit denen könnten wir direkt Funktionsanwendungen machen. Wir wollen aber ganz systematisch auf dem Lambda-Kalkül aufbauen, deswegen übersetzen wir die einstelligen Prädikate wieder in Lambda-Ausdrücke. Das ist jetzt momentan einfach nur eine Verkomplizierung. Also das Prädikat Man, das einstellige Prädikat Man, ist eine Funktion, die ein Argument nimmt, das können wir expliziter schreiben als durch so einen Lambda-Ausdruck, das nimmt ein Argument Lambda, Argument X mit der Lambda-Abstraktion, das dann an der einen Argumentstelle des Prädikats Man eingesetzt wird. Also das ist jetzt einfach nur eine Verkomplizierung. Der Vorteil ist, dass wir eben jetzt immer nur mit Lambda-Ausdrücken arbeiten, immer mit Beta-Reduktionen, statt nicht einfach ein Einsetzen von Argumenten und Prädikate machen, sondern immer eine Beta-Reduktion durchführen. Und in dieser Form natürlich auch noch formal gekennzeichnet ist, dass es sich hier um ein einstelliges Prädikat handelt. Also eigentlich müsste man, wenn man einfach nur Man hinschreiben, dazu schreiben, das ist ein einstelliges Prädikat, da darf ich ein Argument einsetzen. Aber mit dieser Lambda-Formulierung, mit dieser Lambda-Abstraktion ist das jetzt auch formal festgelegt durch das eine Lambda-X. So, hier sehen Sie noch, dass sich genauso verhält, wenn ich dieses Man auf ein Argument P anwende, dann wird natürlich X gebunden, hier eingesetzt und damit kriege ich genau die Anwendung des Prädikats auf das Argument. Wir können auch zweistellige und es gibt auch drei- und vierstellige Prädikate natürlich, wenn man in komplexere Semantik kommt. Wir können auch solche mehrstelligen Prädikate mit Lambda-Abstraktionen darstellen, als Lambda-Ausdrücke darstellen. Das Schöne ist, dass wir dafür keine neue Operation einführen müssen, also nicht eine Lambda-Abstraktion, die mehrere Argumente nimmt, sondern wir können schrittweise mit sozusagen rekursiv die einzelnen Argumente Lambda abstrahieren. Das sieht dann so aus. Also ich fange an mit dem, sozusagen eigentlich sind das, was ich, aus dem ich, dieser Ausdruck, aus dem ich die Lambda-Abstraktion mache, ist eigentlich so das Muster für das Ergebnis, das ich erhalten will. Also Love von X und Y. Und dann muss ich eben die beiden Argumente, die es zu fühlen gibt, mit Lambda abstrahieren. Lambda y, Love x, y erlaubt uns das zweite Argument zu fühlen. Das Ganze hier ist so eine verallgemeinte Funktion, schon so ein Lambda-Ausdruck. Aber wenn ich den mit Beta-Reduktion fühlen würde, dann würde eben keine vollständige Form entstehen, sondern es wäre noch so eine ungebundene Individuenvariable x übrig. Und deswegen kann ich auf diesen inneren Ausdruck, diesen Lambda-Ausdruck, wieder eine Lambda-Abstraktion anwenden. Also ich habe vorher dann eigentlich ein bisschen geflunkert, als ich gesagt habe, das Lambda-X wirkt sich auf so eine prädikatenlogische Formel aus. Tatsächlich nimmt Lambda-X auch einen Lambda-Ausdruck selbst wieder. Also die Lambda-Abstraktion kann ich auch von so einem teilweisen Lambda-Ausdruck machen. Im Prinzip ist es natürlich so, dass ich jetzt einfach zwei Variablen, zwei Argumente einsetzen kann, deswegen lässt man diese zusätzlichen Klammern hier meistens weg und schreibt alle Lambda-Abstraktionen vorne direkt nacheinander auf. Also einfach als Lambda x, Lambda y. Also Sie sehen, hier ist Man eindeutig als einstelliges Prädikat zu erkennen, hier ist Love eindeutig als zweistelliges Prädikat zu erkennen. Hier sehen wir auch, wie eingesetzt wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lambda x, Lambda y, Lambda x, y auf die Argumente p und m anwende, Sie sehen, es gibt jetzt auch keine spezielle Notation für ein aufrufendes, eine Funktion mit zwei Argumenten, dass ich eine Argumentliste hätte. Da ich hier in zwei Schritten die Argumente Lambda abstrahiert habe, kann ich die auch in zwei Schritten einsetzen. Also ich gebe erst das eine Argument und auf dieses Ergebnis nimmt dann nochmal das zweite Argument m. Es sind also hier eigentlich zwei Funktionsaufrufe deklariert.
Wenn wir es kurz durchspielen, im ersten Schritt wird das erste Argument an das verfügbare Lambda, die Lambdas werden natürlich von außen nach innen, was wir hier in den Klammern noch erkennen können, müssen die von außen nach innen gebunden werden. Also P wird an X gebunden und damit hier eingesetzt. Und damit kriege ich als Ergebnis der ersten Beta-Reduktion diesen Ausdruck. So eine Beta-Reduktion läuft immer rekursiv. Ich habe hier noch einen ich habe hier wieder einen Lambda-Ausdruck, der nochmal ein passendes Argument hat, also wird auch automatisch sofort die nächste Beta-Reduktion durchgeführt. M wird an Y gebunden und dann hier eingesetzt und dann habe ich LAF E, M. Also merken wir uns zweistellige Prädikate mit Lambda X, Lambda Y für die beiden Argumente. Und interessant ist, dass was hier im Zwischenschritt entstanden ist, hier oben habe ich gesagt Lambda X, wobei X erwartet ein Individuum als Argument zu bekommen, das ist ein einstelliges Prädikat. Also das ist sozusagen die formale Kennzeichnung dieses Ausdrucks als einstelliges Prädikat. Das heißt, was ich hier stehen habe, Lambda Y, das soll ja auch ein Individuum bekommen, das ist eigentlich auch ein einstelliges Prädikat, nämlich die Eigenschaft von Peter geliebt zu werden. Ja, das ist auch eine Eigenschaft, die ein Individuum haben kann, das ist ein einstelliges Prädikat. Plus auch wieder kein normales Prädikat, sondern ein, für das wir ein Wort haben, sondern einen Teilausdruck, den wir auch als Prädikat auffassen können. Der entsteht dadurch, dass ich die Argumente teilweise gefühlt habe, wenn sie wahrscheinlich so im Wintersemester dann in Python weiter fortschreiten, werden sie diese das vielleicht auch als Programmiertechnik kennenlernen. Also man kann bei Funktionen, die mehrere Argumente nehmen, dann auch manche Argumente vorbelegen und bekommt damit eine neue Funktion, die weniger Argumente nimmt. Als Programmiertechnik wird es im Englischen Currying genannt, nach Haskell Brooks Curry, der auch viel zu diesem logischen Theorie beigetragen hat, im Deutschen nach Schönfinkel, teilweise auch als Schönfinkel bezeichnet. Jetzt machen wir mal zwei Beispiele, wie sowas funktioniert. Wir wollen also den Satz Gigi ist eine schwarze Katze interpretieren. Wir konzentrieren uns dabei nicht auf den kompletten Prozess, sondern auf die wesentlichen Bausteine. Und nach Gottlob Frege ist das ja ganz klar dasselbe wie Cäsar eroberte Gallien. Wir haben hier das Individuum Gigi und über das wird die Aussage getroffen, nämlich dass es eine schwarze Katze ist. Also ist sozusagen die Interpretation, wir wenden die Funktion, den ungesättigten Ausdruck schwarze Katze, der keinen Wahrheitswert hat, auf das Argument Gigi an, um dann eine gesättigte Aussage zu bekommen. Also diese Lambda-Abstraktion erstellt genau das, was Frege ungesättigte Ausdrücke genannt hat. Schwarze Katze oder alter Mann hatten wir ja schon, das können wir darstellen als Lambda-X von Black-X und Cat-X. Damit haben wir eben jetzt eben auch solche wieder ein neues einstelliges Prädikat kreiert, für das es kein spezielles Wort und damit auch kein eigenes Prädikat in unserem Weltmodell gibt. Und das Argument ist einfach die Individuumkonstante J. Die kann ich einsetzen, wird an das X gebunden, hier an beiden Stellen eingesetzt und dann habe ich die, wie ich denke, wir sind uns alle einig, dass das die korrekte Interpretation ist. Zweites Beispiel, Peter liebt Maria. Okay, das war jetzt was ganz Einfaches. Peter und Maria bleiben weiterhin Individuenkonstanten. Beziehungsweise, wenn ich diese Aussage konstruieren will anhand des Syntaxbaums, dann will ich das ja durch Funktionsanwendung, also die Idee war immer Funktionsanwendung zu haben und natürlich in der Struktur des Syntaxbaums. Das heißt, die Bedeutung der Verbphrase liebt Maria soll durch Funktionsanwendung bestehen. Das Prädikat liebt wird auf Maria angewendet und die Bedeutung des Satzes entsteht dann durch Funktionsanwendung. Die Eigenschaft, Maria zu lieben, nimmt als Argument das Individuum Peter. Also wir werden jetzt damit zwei Schritte kriegen. Im ersten Schritt Maria, im zweiten E eingesetzt und unser Prädikat, zweistelliges Prädikat, hat ja diese Lambda-Darstellung aus Lambda Y, Lambda X und so weiter. Fällt Ihnen hier was auf an der Darstellung verglichen mit der letzten Folie? Ja, die X und die Y sind vertauscht außen, also die Lambda X und Lambda Y. Haben Sie eine Ahnung, warum ich das gemacht habe? Also ja, hier ist sie rein oben haben wir ja auch Maria und Peter sozusagen umgedreht.
Genau. Und deswegen, ansonsten wird es ja verkehrt rum. Sonst wenn ich ja mal wieder die Peter heißen. Wenn ich so mache, wie die syntaktische Analyse vorgibt, muss ich eben zuerst Marias Argument einsetzen. Wenn ich das mit der Definition der vorigen Folie gemacht hätte, dann hätte ich rausgekriegt, dass Maria Peter liebt und nicht umgekehrt hätte, das genau die falsche Satzbedeutung. Also haben wir gerade einen ganz wichtigen zusätzlichen Vorteil von diesem Lambda-Kalkül kennengelernt. Es erlaubt uns nicht hier formal zu kennzeichnen, dass es ein zweistelliges Prädikat ist, sondern auch die Reihenfolge der Argumente, also die Reihenfolge der Argumente eingesetzt werden zu steuern. Das ist auch ganz wichtig, um eben sowas korrekt hinzukriegen. Damit kriegen wir übrigens auch Passivsätze hin. Da kann ich dann entsprechend die Elemente vertauschen. So, und jetzt können wir es nochmal nachvollziehen. Im ersten Schritt die Bedeutung der Verbphrase hier wird eben M eingesetzt, an Y gebunden, kommt an die zweite Stelle. Damit habe ich diesen Ausdruck Lambda x, Love von x, m ist die Bedeutung der Verbphrase. Das ist ein einstelliges Prädikat und entsprechend kann es hier dann wieder P als Argument nehmen, wird an x gebunden eingesetzt und wir haben die korrekte Interpretation. So. Also sieht doch alles ganz harmlos und einfach aus. Jetzt schauen wir uns noch die Sachen an, jetzt schauen wir uns erstmal noch die Sache mit den Quantoren an, denn das ist ja das, wofür wir es eigentlich ursprünglich eingeführt haben, den Lambda-Kalkül, weil wir Quantoren, also eine Satzbedeutung wie jeder schläft oder ein Hund bellt, überhaupt nicht mit Funktionsanwendung erstmal zusammensetzen konnten. So. Um sich klar zu machen, wie sowas läuft und auch überhaupt mal klarzustellen, was jetzt die genaue Bedeutung von jeder sein soll, das würde ja wahrscheinlich irgendwie so ein Lambda-Ausdruck wieder sein müssen, damit wir hier Funktionsanwendung machen können, da hilft es sich, mit dem obersten Knoten anzufangen. Sich also erstmal überlegen, das sollte ja jetzt gut da sein, das sollten Sie gut beherrschen, was die Bedeutung von jeder schläft, als eine prädikatologische Formel ist, nämlich für alle x gilt sleep von x. So, und die Frage ist, wie können wir das jetzt aus den Bausteinen hier konstruieren? Was wir wissen ist, dass schläft uns dieses Prädikat liefert, jetzt natürlich wieder als Lambda-Ausdruck, Lambda von x, Lambda x, sleep von x. Wie kommen wir von dem durch Funktionsanwendung zu dem? Also wie gesagt, ich kann hier jeder nicht einfach als Allquantor interpretieren, den könnte ich hier unten nicht einsetzen. Da hilft es jetzt wieder, in solchen Schnittmustern zu denken. Also wie ich vorher gemeint hatte, es gibt für diese eingeschränkten Quantoren, merkt man sich so bestimmte Schnittmuster, geht es hier eigentlich auch um Schnittmuster. Also schlafen liefert mir das Prädikat sleep. Der Quantor muss das Schnittmuster für die gesamte Aussage liefern, sodass ich nur noch das Prädikat einfügen muss, um die zu bilden. Das heißt, die Bedeutung von dem Quantor, dem Allquantor jeder, ist für alle x gilt irgendeine Eigenschaft, also ein einstiegiges Prädikat von x. Ja, x hat eine bestimmte Eigenschaft, hier die Eigenschaft zu schlafen. So. Und also wenn Sie so gehen, dass sagen, ich muss irgendwie das hier, diese Eigenschaft beliebig einsetzen können, jeder schläft, jeder trinkt, jeder bellt und so weiter, jeder ist niedlich, dann brauche ich genau die Bedeutung für jeder und das legt nahe, ich muss dieses Prädikat, das da fehlt, Lambda abstrahieren. Deswegen dürfen wir, also hier mit dem Großbuchstaben P ist in diesem Fall jetzt nicht eine Individuenkonstante gemeint, sondern ein Prädikat. Also wir haben auch Prädikatvariablen im Lambda-Kalkül und können das Prädikat an dieser Stelle Lambda abstrahieren mit dem Lambda P. Da ist es nicht notwendig, Sie können es auch mit Kleinbuchstaben schreiben, aber ich mache das gerne damit, weil es leichter zu durchschauen ist, wenn es keine Verwechslung zwischen Individuen und komplexeren Variablen mit der Lambda-Abstraktion gibt. Also das ist die Bedeutung von jeder. Das ist jetzt eigentlich der Schlüsselpunkt. Das ist der Punkt, den man irgendwie mal intuitiv begreifen muss, dass man beliebige Teile hier Lambda abstrahieren kann und wie man das dann verwendet, um verschiedene Sachen zu konstruieren. So. Jetzt, wo wir zumindest mal eine Hypothese haben, was die Bedeutung von jeder im Lambda-Kalkül sein könnte, können wir leicht überprüfen, ob das so funktioniert, ob wir das machen können. Machen wir also ganz einfach eine Funktionsanwendung. Also offensichtlich will ich ja das Prädikat hier einsetzen, das heißt die Bedeutung jeder von jeder schläft, ist eine Anwendung der Funktion jeder, also jeder als ungesättigtem Ausdruck, auf das Prädikat schlafen. Das heißt,
meine Funktion ist der Lambda-Ausdruck Lambda P für alle x gen P von x. Und das Argument ist jetzt nicht mehr ein Individuum, das hatte ich ja vorher schon angedeutet, sondern das einstellige Prädikat Schlafen, auch hier wieder durch den Lambda-Ausdruck Lambda x, Sleep von x, dargestellt. Das sieht wahrscheinlich erstmal ein bisschen beängstigend aus, aber Sie müssen da ganz formal denken. Es ist eigentlich so eine Ersetzungssprache. Ich darf beliebige, ich habe hier eben meine Variablen, Argumente sind hier nicht mehr nur noch einfache Zahlenwerte oder Individuen, sondern ich kann beliebig komplexe Ausdrücke nehmen, die an beliebigen Stellen in den anderen Ausdruck reinsetzen und dann muss es eben so gestaltet sein, dass nachher noch eine sinnvolle und syntaktisch korrekte Aussage zustande kommt. So. Also spielen wir den Schritt mal durch. Der erste Beta-Reduktion. Dieses Prädikat Lambda x sleep von x wird an p gebunden, an das Lambda abstrahierte Variable p gebunden und damit an dieser Stelle in das Schnittmuster eingesetzt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem hier. Hier habe ich Lambda x, ein Lambda abstrahiertes x, hier steht auch nochmal ein x drin. Das würde ja irgendwie, das passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon in Python sind, wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, aber vielleicht haben Sie es im ersten Semester in Informatik gelernt. Sie müssen sich solche Lambda-abstrahierten Variablen wie lokale Variablen vorstellen. Die sind nur innerhalb dieses inneren Ausdrucks sichtbar. Das heißt, dieses x hier ist ein anderes x als die lokale Variable, die durch die Lambda-Abstraktion entsteht. Im Lambda-Kalkül ist man es dadurch, dass immer da, wo es nötig ist, die Variablen umbenannt werden. Also so ein, ob hier x oder y oder z steht, ist ja völlig egal. Deswegen wird vor dem Einsetzen, um solche Konflikte zu vermeiden, das x in ein y oder ein z umbenannt. Also beim Eingang, da müssen Sie nur, wenn Sie es von Hand anwenden, aufpassen, dass Sie die Umbenennung auch immer wirklich durchführen und nicht sich dann verwirren lassen, weil hier plötzlich überall x steht. Also nach Einsetzen, nach einer Beta-Reduktion, habe ich jetzt diese Aussage direkt für alle x gilt, Lambda y schon sleep von y mit Argument x. Das ist natürlich noch überhaupt keine Prädikatenlogik. Hier greift jetzt wieder die rekursive Beta-Reduktion. Also Beta-Reduktion, da jetzt ein Ausdruck entstanden ist, der wieder eine Beta-Reduktion erlaubt, wird auch dieser nächste Beta-Reduktionsschritt durchgeführt. Das heißt, dieser Teil, also der Quantor x, gilt für den gesamten Ausdruck hier. Lambda y sleep von y angewandt auf x. Innerhalb des Ausdrucks wird jetzt eine Beta-Reduktion gemacht. Das x wird an y gebunden, damit an dieser Stelle eingesetzt, also markiert, an dieser Stelle eingesetzt und ich bekomme als Endergebnis die Aussage für alle x gilt sleep von x. Ja. Also war vorher bei dem Lambda p. Dann p von x, das war eigentlich, x war nur das, was dann eingesetzt wird später in p, wenn ich weiß, was dann in p reinkommt, oder? Genau, also Sie müssen sich wirklich vorstellen, dass es einfach... Weil ich erst so gesehen habe, wie p ist genauso wie sleep von x, aber das stimmt gar eigentlich, nicht, oder? Das p ist eigentlich nur dieses sleep praktisch, das soll hier sleep reingeschrieben. Sie müssen, ich glaube, der Schlüssel ist, man darf sich das ganz sicher nicht vorstellen als eine echte Funktion oder sowas. Es ist wirklich was, mit dem man mit diesen Ausdrücken arbeitet. Also wirklich wie solche Schnittmuster. Ich habe hier ein Stückchen, wo ich einfach irgendwas einsetze in den Ausdruck, so rein textuell sozusagen eine Ersetzung mache und dann werden diese Beta-Reduktionsschritte weiter angewendet. Und das kommt oft so vor, dass eben hier als Argument ein ganzer Lambda-Ausdruck kommt und dann wieder durch weitere Reduktion. Also intuitiv ist schon... Ist es so gemeint, hier soll ein Prädikat stehen und ich will jetzt ein Prädikat liefern? Formal geht es halt dadurch, dass hier ein Lambda-Ausdruck eingeschoben wird. Hilft das ein bisschen? Ja. Ich hoffe, dass die weiteren Beispiele das auch ein bisschen klären. Wir arbeiten jetzt natürlich mit diesem gleichen Prinzip weiter. Ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig. Also das ist der entscheidende Schritt ist natürlich, sich daran zu gewöhnen, mit solchen Lambda-Ausdrücken als Argumenten zu hantieren. So. Versuchen wir uns jetzt mal den komplexeren Fall, wo der Geltungsbereich des Quantors eingeschränkt ist. Wir wollen also den Satz alle Hunde bellen interpretieren, also wieder mit unserem Algorithmus interpretieren. Die Bedeutung haben wir ja vorhin schon mal gesehen, für alle x gilt, Dog von x impliziert Bark von x. Die Bedeutung von bellen ist auch wieder klar, das liefert uns Prädikat Bark, Hunde liefert uns das Prädikat Dog. Und jetzt müssen wir es an dem
Schade, ich habe jetzt keinen. Schade, diese Erinnerung noch kurz gegeben. Also, wir haben alle Hunde wählen. Alle und Hunde bildet uns die Subjektnominalphrase. Ben ist eigentlich schon die ganze Verbphrase, ist ja ein einstelliges Prädikat und die will ich wieder zur kompletten Satzbedeutung zusammenbauen. Durch eine geeignete Funktionsanwendung. Und in dem Fall ist es jetzt, wie ich halt schon gesagt, am besten gehen wir von oben nach unten vor. Man überlegt sich erst, was soll rauskommen. Also hier, das ist für alle x, doch x implizitbar von x. Und dann schauen wir, wie muss jetzt der letzte Schritt aussehen. Denn die Bedeutung von alle, die ist noch komplizierter. Natürlich ist es am besten, die sich Schritt für Schritt zu erschließen. Also wie muss die Bedeutung der, wenn man die Nominalphrase anschauen, welche Bedeutung muss die Nominalphrase haben im Sinne eines Lambda-Ausdrucks, damit ich durch Anwendung der Nominalphrase auf das Prädikat Bellen die komplette Bedeutung kriege. Und da sehen Sie, das ist wieder dieses Schnittmusterprinzip. Was ich habe, ist das Prädikat Bellen, das heißt, alle Hunde muss mir alles andere liefern, was hier steht. Das Schnittmuster für alle x, Dog x impliziert irgendwas von x, damit ich dann für das irgendwas Bellen einsetzen kann. Das heißt, die Bedeutung von alle Hunde, und ich glaube, hier ist auch nochmal deutlicher, dass eigentlich aus dem kompletten Schnittmuster nur der Teil, der noch fehlt, eingesetzt werden. Und das entspricht, glaube ich, genau der Idee von Frege, dass alle Hunde in diesem Fall wieder so eine ungesättigte Aussage ist, bei der ein Teil fehlt. Und mit der Lambda-Abstraktion kann ich genau diese Stelle, wo was fehlt, um die Aussage zu sättigen oder diesen Satz zu sättigen, den Ausdruck zu sättigen, kann ich genau das markieren. Auch hier bitte die Intention, bei P muss es sich um einstelliges Prädikat handeln. Der Lambda-Kalkül macht eben keine solchen Einschränkungen. Der erlaubt beliebige Argumente. Wenn Sie natürlich hier irgendwas anderes als ein einstelliges Prädikat einsetzen, kriegen Sie nachher nur Unsinn raus. Also wenn Sie dann eine Individuenvariable oder Individuenkonstante einsetzen, Maria von x ist kein zulässiger Ausdruck. Wenn Sie was Komplexeres einsetzen, Quanto oder so, gibt es auch Blödsinn. Also sozusagen überhaupt keine Kontrolle da, dass das, was Sie hier definieren, nachher auch sinnvoll kombiniert werden kann. Das muss man ganz präzise gestehen. Wir werden nachher noch sehen, wie man dieses Problem lösen kann. Aber jetzt also erstmal das Bewusstsein. Und von der Intention her, glaube ich, ist es schon deutlicher, dass die Intention ist, P ist sozusagen ein Prädikat als eine Variable, aber alles als Lambda-Ausdruck dargestellt. So, also damit hätten wir die Bedeutung für alle Hunde. Die ist klar, oder? Wenn Sie es überprüfen, Bart x als Argument eingesetzt, wird hier p gebunden, hier eingesetzt. Ich würde natürlich dieses Lambda x wieder in Lambda y umbenennen, um Wechselungen zu vermeiden. Und dann rekursive Beta-Reduktion, das x wird nochmal eingesetzt und dann kriege ich hier Bart von x. So. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Bedeutung von alle, von dem Quantor alle. Und die muss so gestaltet sein, also hier soll jetzt aus alle und Hund durch Funktionsanwendung die Bedeutung der Nominalphrase, also diese Bedeutung, dieser Lambda-Ausdruck entstehen. Also gehe ich wieder von dem als Schnittmuster aus und überlege ich mir, was davon liefert alle, was davon liefert Hund. Ja, Hunde liefert mir das Prädikat Dog, also die Stelle. Das heißt, der Quantor alle muss das komplette restliche Schnittmuster liefern. Damit kann ich die Bedeutung von alle ganz leicht ableiten, indem ich sage, das ist die Bedeutung von hier, wobei einfach nochmal eine zweite ungesättigte Stelle da ist, nämlich das Prädikat Dog hier, was dann von dem Substantiv gefüllt werden soll. Und damit kriege ich diese Bedeutung für alle. Also ich mache einfach, ich nehme dieses Schnittmuster, mache eine Lambda-Abstraktion nochmal, um das erste Prädikat hier als Argument zu abstrahieren. Und damit habe ich jetzt einen Lambda-Ausdruck, Lambda Q, Lambda P, der eben zwei einstellige Prädikate als Argumente erwartet und daraus dann so eine Formel konstruieren kann. Und das können wir jetzt hier nochmal, also ich glaube, es hilft wirklich, das an einigen Beispielen immer so durchzuspielen. Also auch wenn man die Bedeutung vorgegeben hat, einfach beim Einsetzen versteht man nochmal, wie der Prozess abläuft. Also alle angewandt auf Hunde. Bedeutung von alle, das ist die Bedeutung von Hunde, Lambda x Dog von x, wird an das Q gebunden, an dieser Stelle eingesetzt, durch eine rekursive
wird hier eingesetzt. Jetzt wird rekursiv hier nochmal die Lambda-Abstraktion angewendet. Also bevor ich hier ein zweites Einsetzen machen würde, auch wenn ich das schon auf Bellen als zweites Argument hatte, erst innere Beta-Reduktion nochmal durchführen. X wird an Y gebunden und als Argument von dort damit eingesetzt. Ich glaube, der Hauptschritt, was es unintuitiv oder schwierig macht, ist, dass man die Prädikate nicht einfach als Prädikat da reinschreiben kann, sondern dass dann nochmal diese zwei innere Lambda-Abstraktionsschritte und Beta-Reduktionsschritte passieren. Da muss man sich nur dran gewöhnen. Das ist das, was den Kalkül so mächtig macht. Und dann sehen Sie, jetzt habe ich die korrekte Bedeutung für alle Hunde tatsächlich. Also wenn Sie sich sowas erschließen, immer top-down erschließen und dann aber nochmal durch Einsetzen überprüfen, dass es tatsächlich so funktioniert, wie gemeint. Jetzt haben wir die Bausteine, die wir brauchen. Jetzt ist noch die Frage, wie bringen wir dem Computer bei, diese Operation durchzuführen. Im Prinzip, ich hatte ja gesagt, wir wollen es anhand des Syntaxbaumes machen. Was wir wollen, sind also so eine Art semantische Grammatiken. Und da bietet es sich an, beides zugleich zu machen. Eine Grammatik zu schreiben, die syntaktische Struktur beschreibt und zugleich für jeden Strukturschritt, also für jede Phrase, die hierbei erkannt wird, eine Interpretation festlegt, wie die Bedeutung der Phrase aus den Teilbedeutungen zusammengesetzt wird, nämlich durch Funktionsanwendung oder manchmal auch mit anderen Sachen. So was nennen wir eine semantische Grammatik. Das ist typischerweise eine kontextfreie Grammatik oder eine Merkmalsgrammatik, bei der zu jeder Regel noch eine Interpretation dazu geschrieben wird. Schauen wir uns mal ein paar einfache Beispiele an. Also wenn wir sowas wie Peter schläft darstellen wollen, das ist ein Satz, der aus einer Nominalphrase Peter und der Verbphrase schläft besteht. Und die Bedeutung entsteht dadurch, dass sich die Individuenvariable-Konstante P in das einstellige Prädikat schläft einsetze. Also die Bedeutung von Satz des Satzes ist die Bedeutung der Verbphrase angewandt auf die Bedeutung der Nominalphrase als Argument. Bei einer Verbphrase, einer transitiven Verbphrase, da habe ich ein zweistelliges Prädikat und muss ein Argument für das Objekt mit dem Objekt füllen. Also die Bedeutung der Verbphrase entsteht aus der Bedeutung des Verbs, dem zweistelligen Prädikat, angewendet auf das Individuum, das die Bedeutung des Objekts ist. Das funktioniert also jetzt mit diesem einfachsten Fall gerade mal wieder, wo wir dann Individuen haben. Wir müssen es gleich noch ein bisschen erweitern, um damit auch die allgemeinen Fälle abbilden zu können. Und wir müssen natürlich auch irgendwo die Wortbedeutung angeben. Das sind ja jetzt teilweise komplexe Lambda-Ausdrücke. Und das können wir ganz einfach in den lexikalischen Regeln machen. Also die Phrasenstrukturregeln. Wir verwenden wieder Grammatiken in Chomsky Normalform oder Analog, die zwischen Phrasenstruktur und Lexikon trennen. Die Phrasenstrukturregeln geben an, wie man Bedeutungen aus Teilbedeutungen zusammensetzt. Die lexikalischen Regeln geben die Wortbedeutung an. Dass zum Beispiel das Verb liebt eben diese Bedeutung hat, zweistelliges Prädikat love, und zugleich natürlich auch festlegt, in welcher die Reihenfolge die Argumente einzusetzen sind. Und da können wir es dann, wenn wir es kurz nochmal durchspielen, also hier entsprechend natürlich eine Regel NP kann Peter sein, mit Bedeutung P und so weiter. Also Unterschied auch hier wird ja nur eine Zusammensetzung aus Bedeutung und Teilkomponenten beschrieben. Hier wird die komplette Bedeutung als Lambda-Ausdruck angegeben. Beim Parsen würde ich jetzt hier für das Verb als Bedeutung Lambda Y Lambda X Love von XY angeben. Im nächsten Schritt werde ich anhand dieser Regel die Bedeutung der Verbphrase berechnen und ich sage ja, wende die Bedeutung des Verbs auf die Bedeutung des Objekts an, also Lambda Y Lambda X Love XY angewandt auf M. Wird das Y eingesetzt, damit kriege ich die Bedeutung für die Verbphrase. Und im letzten Schritt, wenn ich den Satz mit der Regel Satz S geht zu NPVP erzeuge, wende ich die Bedeutung der Verbphrase, dieses einstellige Prädikat Lambda X Love X, M, auf das Argument P an und bekomme dann die ganze Satzbedeutung. Also Sie sehen, mit diesen Regeln kann ich tatsächlich so einen einfachen Satz parsen und zugleich interpretieren. Es ist nicht immer ganz so einfach, also dieses Frege'sche Prinzip der Funktionsanwendung lässt sich nicht systematisch immer durchsetzen.
Zum Beispiel, wenn ich Adjektive in der Nominalphrase habe, das wäre typischerweise so n bar, geht so Adjektiv n bar, um beliebig viele Adjektive haben zu können. Dieses n bar hat, trägt ja die Bedeutung Substantiv, das ist ein einstelliges Prädikat, das ist zum Beispiel Mann. Und wenn ich jetzt ein Adjektiv wie alt hinzufüge, dann ist es natürlich nicht eine Funktionsanwendung der Bedeutung von alt auf die Bedeutung von Mann, sondern ich will diese Konjunktion von den beiden Bedeutungen. Also in dem Fall muss meine semantische Grammatik hier auch schon wieder so eine Art Schnittmuster spezifizieren. Die Bedeutung der Nominalphrase mit Adjektiv, alter Mann, das ist das hier, wird nach diesem Muster gebildet, also auch wieder kann ein beliebiger Lambda-Ausdruck sein. Und jetzt darf ich an bestimmten Stellen die Bedeutung der Teilkomponenten einfügen. Das ist so ähnlich, könnte man auch wieder als Lambda machen, aber üblich ist es, die dann direkt hier reinzuschreiben. Ja? Ich habe eine Frage, wenn man das gleichzeitig miteinander gleichzeitig das, also das Parsen und das Interpretieren, dann können wir ja auch, so wie letzte Woche, glaube ich, hatten wir das, dass wir zwei unterschiedliche Interpretationen hatten. Genau, also die können wir dann parallel mit hochziehen. Okay. Das ist dann ja auch genau das, was passiert, also in der einfachsten Implementierung. Praktisch würde man es tatsächlich so machen, dass man erst parst oder noch irgendwie ein statistisches Disambiguierungsmodell drüber legt oder so, damit man nicht tausende von Satzbedeutungen berechnen muss, von möglichen Bedeutungen berechnen muss, sondern nur für eine, vielleicht für 5 oder 10 plausible Kandidaten überhaupt die Bedeutung berechnen. Aber in der NLTK-Implementierung, mit der Sie Übungen machen werden, ist es tatsächlich so, dass das parallel passiert und man auch entsprechend viele Lesarten kriegen kann. So, jetzt müssen wir noch über das Kann-Problem sprechen. Das ist der letzte wichtige Baustein des Formalismus und der eigentlich wieder Ihr Problem mit dem Formalismus auch wieder, glaube ich, ein bisschen eindämmen wird. Wir haben nämlich das Problem, dass diese Regel zwei verschiedene Interpretationen hat. Also bei Peter liebt Maria war ja die Bedeutung, Verbphrasenbedeutung auf NP anwenden. Bei alle Hunde bellen brauche ich es aber umgekehrt. Da ist das hier die ungesättigte Funktion und die muss auf das Prädikat, das die Verbphrase liefert, angewendet werden. Die Frage, also genau hier steht es ja, für sowas wie Maria schläft, brauche ich die Regel, für jeder Hund bellt, brauche ich diese Regel. Diese Interpretation, wie entscheidet jetzt der Parser, welche der Interpretationsregeln anzuwenden ist? Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Wir machen den sogenannten typtheoretischen Ansatz. Es gibt auch noch eine Alternative, das Type-Racing bezeichnet wird. Vielleicht genügt es zu sagen, dass da die Bedeutung eines Eigennamens als so ein Lambda-Ausdruck, der irgendein Prädikat nimmt und dieses Prädikat bzw. irgendeinen Ausdruck nimmt und den auf den Eigennamen als den Individuumkonstant das Argument anwendet, das genügt vielleicht schon, warum wir das nicht so machen wollen. Also da entstehen extrem unintuitive Interpretationen. Nur damit Sie wissen, es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber eine sehr sinnvolle Möglichkeit ist eben, über die Typtheorie einzuschränken, was für Argumente erlaubt sind, und das wird uns erlauben, die passende Bedeutung auszuwählen. Das hat auch mathematische Gründe, warum man sowas machen möchte. Es wurde nämlich ziemlich schnell gezeigt, dass dieser gesamte Lambda-Kalkül logisch inkonsistent ist. Und das liegt genau daran, dass es überhaupt keine Einschränkung gibt, was ich abstrahieren kann und was ich einsetzen darf. Kann ich eben völlig unsinnige Formeln erstellen und eben auch logisch inkonsistente Formeln erstellen. So, und das wollen wir vermeiden. Wir wollen also zum Beispiel in der Bedeutung von alle sagen können, die beiden Argumente, die das erwartet, müssen einstellige Prädikate sein, egal ob die jetzt per se sind oder durch Lambda-Abstraktion von komplexen Ausdruck entstanden sind, die müssen sich wie einstellige Prädikate verhalten, denn dann bekomme ich einen sinnvollen Ausdruck. Wenn ich irgendwas anderes als ein einstelliges Prädikat einsetze, würde ich keinen sinnvollen Ausdruck bekommen, deswegen ist es sinnvoll, diese Einschränkung zu machen. Wenn Sie an Programmiersprachen denken, haben Sie das, was Sie in Java haben, aber nicht in Python, dass Argumente typisiert sind und nur Argumente des passenden Typs übergeben werden dürfen. Das ist im originalen Lambda-Kalkül eben nicht vorgesehen. In der Erweiterung, die wir uns jetzt anschauen, die später von Alonzo Church eingeführt wurde, ist zusätzlich dieser Typ. Und das funktioniert jetzt über semantische Typen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein Typeninventar, mit dem wir Individuen einstellige Prädikate und so weiter als Typen beschreiben können.
So. Wir gehen dabei aus, das ist jetzt auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Notation, aber wenn Sie sich Schritt für Schritt anschauen, eigentlich auch ganz logisch und relativ einfach. Die Bausteine sind einfache Typen. Es ist Konvention, Typen in solche spitzen Klammern zu setzen. Also die spitzen Klammern markieren das eigentlich erstmal als ein Typ. E, Englisch Entity, steht für ein Individuum. Also E ist eine Variable oder ein Ausdruck, der ein Individuum bezeichnet, entweder eine Individuumkonstante oder eine Individuumvariable X. Also da, wo ich ein Argument vom Typ E erwarte, kann ich entweder eine Konstante oder eine Individuumvariable einsetzen. Der zweite elementare Typ ist der Wahrheitswert, T für Truth Value. Das ist der Typ einer gesättigten prädikatenlogischen Formel. Also alle X, für alle X gilt es lieb von X. Die kann als Wert wahr oder falsch haben, damit hat die den Typ Wahrheitswert. So, das ist immer das Ziel. Wenn ich mit der semantischen Grammatik eine Satzbedeutung berechnet habe, soll damit ein Ausdruck vom Typ T entstehen. Die Bausteine P und M wären Ausdrücke vom Typ E. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann der Typ von einem einstelligen Prädikat? Hat jemand eine Idee, was der Typ sein könnte? Oder wie wir den Typ beschreiben können, anhand aus diesen Basis dieser einfachen Typen? Also ein einstelliges Prädikat. Würde in unserem Lambda-Formulierung ja so sein, das erwartet ein Argument, dieses X. Und was soll dieses Argument sein? Was darf ich einsetzen? Ein Individuum, also ein Argument vom Typ E. Was entsteht, wenn ich das eingesetzt habe? Also speziell eine Konstante, dann habe ich eine vollständige Aussage. Also entsteht da was, was so ein Typ T ist, also einen Wahrheitswert hat. Also ist das so eine Funktion, die ein Argument vom Typ E nimmt und ein Ergebnis vom Typ T zurückliefert? So haben wir einstellige Prädikate ja auch am Anfang eingeführt, als wahrheitswertige Funktionen mit einem Argument, die auf Individuen definiert sind, als eine Funktion von E nach T. Und das beschreiben wir mit dem zusammengesetzten Typ E, T. Also in den spitzen Klammern trennt das Komma das Argument, den Typ des Arguments und den Typ des Rückgabewerts. Also alle zusammengesetzten Typen bezeichnen Lambda-Ausdrücke, die Argumente brauchen und dann irgendwas zurückliefern. Vor dem Komma steht das Argument, nach dem Komma der Rückgabewert. So. Und jetzt schauen wir uns an, wie das für komplexere Sachen funktioniert. Eigentlich ist es sehr logisch. Sie müssen nur Schritt für Schritt denken und Sie müssen immer kräftig schön finkeln dabei. Denn ein zweistelliges Prädikat wäre der Lambda-Ausdruck Lambda y Lambda x, Lambda x, y. Und da wäre jetzt erstmal logisch vielleicht ganz naheliegend, das mit diesem Typ darzustellen, weil es zwei Argumente nimmt, E vom Typ E und dann den T zurückliefert. Wir verwenden aber wieder diesen Schönfinkel oder Currying-Trick, um das logisch einfach zu halten, dass ich nämlich alles aus solchen zweistelligen aus diesen zweier Kombinationen zusammensetze, immer ein Argument binde, weil ich hier ja auch in zwei Schritten die beiden Lambda-Variablen binden würde. Das heißt, dass der Typ von einem zweistelligen Prädikat ist E, E, T, was bedeutet, es erwartet erstmal mit dem Lambda Y hier ein Argument, das eine Entität bezeichnet, im Typ E ist. Wenn ich das eingesetzt habe, dann ist die Stelle gebunden, dann bleibt ein einstelliges Prädikat übrig, also was, was vom Typ E, T ist. Also Eingabe erstmal für das Y, ein E, liefert mir ein einstelliges Prädikat ET zurück. Da kann ich dann, erwartet das X wieder, eine Entität, das Eingabetyp E und liefert mir dann einen Wahrheitswert aus einer vollständigen gesättigten prädikatenlogischen Formel zurück. Also ist einfach dieses Schönfinkel-Prinzip umgesetzt. Wenn Sie damit ein bisschen geübt haben, dann sehen Sie sofort, dass das ein zweistelliges Prädikat ist. Das braucht man natürlich dann, um effizient damit zu arbeiten, einen Überblick zu kriegen. Aber Sie können sich, egal wie komplex der Ausdruck ist, Sie können sich Schritt für Schritt logisch nachvollziehen, immer überlegen,
Links steht erstmal, was reinkommt, rechts steht das Ergebnis der Gegenstücke. So schauen wir uns nochmal eines der schwierigsten Fälle an, sowas wie alle. Das hat ja die Bedeutung Lambda Q, Lambda P für alle x gilt, Q von x impliziert P von x. Das heißt, dieser Ausdruck erwartet zwei Argumente. Da haben wir vorhin gesagt, Sinn macht das Ganze nur, wenn es einstellige Prädikate sind. Ich glaube, da hilft es jetzt wieder, denn vorher, das hat mir auch immer Schwierigkeiten gemacht mit dem Lambda-Kalkül, dass ich eben alles Beliebige bei diesem, für so ein Q oder P eigentlich alles einsetzen kann. Aber Sinn macht das Ganze natürlich nur, wenn ich dazu sage, es soll ein einstelliges Prädikat sein. Und das kann ich durch diesen Typ beschreiben. Also ganz langsam lesen. Auf der obersten Ebene ist es mal eine Funktion, die Typ e, t als Eingabe erwartet und dann diesen Typ zurückliefert. Eingabe e, t ist ein einstelliges Prädikat. Also das heißt, der Q muss ein einstelliges Prädikat sein. Was zurückkommt, ist wieder ein komplexer Lambda-Ausdruck, der wieder ein einstelliges Prädikat erwartet und dann den gesättigten Ausdruck von Typ t zurückliefert. Das wäre der Ausdruck, wo ich nur noch das Lambda gebe. Und Sie sehen, diese beängstigende Klammeransammlung da lässt sich Schritt für Schritt eigentlich ganz logisch zerlegen. So, und damit sind aber solche Ausdrücke natürlich auch viel intuitiver, weil jetzt festgelegt ist, welche Argumente die haben. Also eigentlich sollte man nur einen typisierten Lambda-Kalkül anschauen, aber man führt sie eben so Schritt für Schritt ein. Genau, das bedeutet jetzt in der semantischen Grammatik, mit dem typisierten Lambda-Kalkül ist nur noch Beta-Reduktion erlaubt, wenn die Argumente auch den passenden Typ haben. Und in allen anderen Fällen kann die Regel einfach nicht angewendet werden. Da ist es eigentlich auch wieder so, dass es Sinn macht, tatsächlich gleichzeitig die semantische Interpretation aufzubauen, weil ich teilweise Ambiguitäten natürlich durch die semantischen Inkompatibilitäten schon wieder abfangen kann. So. Und da gibt es jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten, wie man es implementieren könnte. Entweder zu sagen, ich gebe eben, Sie erinnern sich, für den Satz hätte ich entweder NP angewandt auf VP oder umgekehrt. Ich gebe beide Regeln an und das System soll einfach, der Parser soll entscheiden, welche angewandt werden kann. Es muss ja das, was als Argument gewählt wird, eingesetzt wird, einen passenden Typ haben, um eingesetzt werden zu können. Die andere Möglichkeit ist, und die finde ich eigentlich noch schöner, weil sie wieder klarer und expliziter ist und mehr Fehler abfangen kann. Wir geben explizit vor, bei jeder Interpretationsregel, welche Teilausdrücke erwartet werden können. Also wenn ich einen Satz interpretiere als VP angewandt auf NP, das macht nur Sinn, wenn VP ein einstelliges Prädikat ist und NP ein Individuum. Dafür habe ich die Regel geschrieben und sie darf nur in dieser Situation angewendet werden. Damit kann einfach durch solche Typprüfungen, das ist auch das, was uns eben beim Parsen dann schon irgendwelche unsinnigen Analysen ausschließen hilft, weil dann die Typprüfung fehlschlägt. So, und das müssen wir jetzt halt nochmal, wir wollen jetzt noch ein Beispiel durchmachen, dann haben wir es geschafft. Also hier nochmal das Beispiel für die Satzregel. Für diese Interpretation VP auf NP muss VP das einstellige Prädikat sein und NP ein Individuum bezeichnen. Für die andere Interpretationsregel, die macht nur Sinn, wenn die VP auch ein einstelliges Prädikat ist, aber dann brauche ich von der NP so einen ungesättigten Ausdruck, der von der Lambda-Abstraktion herrührt, den ich von der Quantor bekomme, der dieses einstellige Prädikat nimmt und in sein Schnittmuster einsetzt. Also sowas, was ich für alle Hunde zum Beispiel getrimmt hatte. So, und wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal an einem Beispiel nochmal in Ruhe durch. Wir versuchen den Satz, eine schwarze Katze gehört Maria, zu interpretieren und dabei parallel die Interpretation und immer die Typen auch festzulegen. So, ich gebe mal ein paar Sachen vor, das ist ja klar. Also die Interpretation, wenn man eine Grammatik geschrieben hat, oder die Analyse geht natürlich immer typischerweise bottom-up, was sinnvoll ist, wir setzen erstmal die Wortbedeutung ein. Also, und Sie sehen, zu jeder Bedeutung wird immer der semantische Typ dazu geschrieben. Maria ist ein Individuum, die Konstante M, schwarz, Lambda x black von x und Katze sind jeweils einstellige Prädikate, also für Typ E, T. So. Bedeutung von gehören, das ist ja jetzt ein transitives Verb, etwas gehört Maria. Kann ich mit meinem Lambda x, Lambda y wieder darstellen und den Typ wissen wir auch, das ist dann das e, e, t. Wenn Sie nochmal scharf hinschauen, hier habe ich jetzt wieder die Reihenfolge umgedreht, das ist sehr praktisch, dass ich es mit dem Lambda-Kalkül festlegen kann, denn wenn x, y gehört, heißt es ja, y besitzt x. Das heißt, wir brauchen kein eigenes Prädikat für belongs to, sondern können das Prädikat own, das
für Besitzen verwenden. Ich muss nur die Argumente umtauschen. Also Besitzen hätte die Bedeutung Lambda Y, Lambda X und X, Y. Gehören hat dann die Bedeutung Lambda X, Lambda Y. Also da ist es echt nützlich, dass wir das festlegen können. So mit dieser Interpretation. Jetzt können wir, Moment, ich muss schauen, ich bilde jetzt erstmal die Interpretation der Verbphrase. Ups, wollte ich noch nicht. Die kann ja durch Funktionsanwendung. Die übliche Regel war ja, Verbphrase will ich in dieses zweistellige Prädikat ein Argument einsetzen. So, und jetzt kann ich schauen, ob das funktioniert. Ich habe hier tatsächlich ein zweistelliges Prädikat, beziehungsweise das ist eigentlich egal. Das Wesentliche ist, dass ich hier was brauche, was ein Argument vom Typ E erwartet und dass hier ein Argument vom Typ E geliefert wird. Also meine Regel würde spezifizieren, V muss irgendwas sein, was ein Argument vom Typ E erwartet und NP muss vom Typ E sein. Also passt das. Ich kann das einsetzen, Beta-Reduktion ausführen und erwarte dann, das Ergebnis hier wird vom Typ E, T, also ein einstelliges Prädikat sein. Und also wenn Sie es dann machen, so wenn Sie in Übungen machen und vielleicht ja auch in der Klausur, dann bietet es sich natürlich an, sich erstmal den Typ zu überlegen. Also überlegen Sie erst, welcher Typ muss rauskommen, führen Sie dann die Beta-Reduktion durch, dann haben Sie gleich mit dieser Typprüfung auch mehr Sicherheit, dass nachher alles passt. So. Und einsetzen ist klar, M für das X eingesetzt, gibt mir diese Aussage einstelliges Prädikat. Dann wollen wir mal hier an dem N bar weitermachen. Da hatte ich ja vorhin schon mal die Regel angegeben. Also ein N bar, diese Adjektivmodifikationsregel, die macht Sinn. Da habe ich eine Unverknüpfung zwischen diesen einstelligen Prädikaten. Macht also nur Sinn, wenn beide Argumente auch wirklich einstellige Prädikate sind. Also hier wäre das Argument wirklich fest zu spezifizieren. Beide Argumente müssen einstellige Prädikate sein. Und das Ergebnis, das Ergebnis ist dann wieder ein einstelliges Prädikat. Die Regel war ja, die Bedeutung hier ist Lambda x von Adjektivbedeutung angewandt auf x und Substantivbedeutung angewandt auf x. Und wenn ich dann diese Lambda-Ausdrücke einsetze mit entsprechender Umbenennung, hier y und z, dann kriege ich wieder diese Bedeutung raus. Hier habe ich Ihnen die Bedeutung des Existenzquantors mal hingeschrieben. Das ist ganz analog zum Allquantor, nur mit dem anderen Schnittmuster. Wenn Sie zu der Folie mit den Schnittmustern am Anfang zurückgehen, sehen Sie genau, das ist dieser Schnittmusterteil von Existenzquantor. Und hat natürlich denselben Typ wie der Allquantor, erwartet also zwei einstellige Prädikate, die für Q und E eingesetzt werden müssen. So, und jetzt kann ich hier schauen, was für eine Regel brauche ich für eine Nominalphrase. Wenn wir jetzt die Typen anschauen, wenn es Funktionsanwendung sein will, geht natürlich nur eine Richtung. Ich kriege hier ein einstelliges Prädikat. Hier habe ich was ein einstelliges Prädikat erwartet. Also kann ich den Determiner-Bedeutung als Funktion auf dieses einstellige Prädikat anwenden. Beta-Reduktion, Lambda x Black von x und Cat von x, wird das Q eingesetzt an diese Stelle. Aus dem x machen wir kurz ein y und dann rekursive Beta-Reduktion, das x wird eingesetzt. Und damit kriege ich ja den Teilausdruck Black von x und Cat von x. Hat also funktioniert und ich habe hier diesen Typ ET, T, der also ein einstelliges Prädikat nochmal erwartet, um die komplette Satzbedeutung zu kriegen. Was wird hier geliefert? Also passt hier, ich habe auch wieder diese zweite Regel für S E zu NP, VP, wo die NP Typ ET, T hat und die VP Typ ET hat. Wenn ich also die Nominalphrasenbedeutung an, Lambda y und n, y wird für das p eingesetzt, hier eingefügt, rekursive Beta-Reduktion macht dann daraus own n, x und damit habe ich dann das Endergebnis stehen und wie zu erwarten ist, kommt, hat das dann den Typ t. Das ist natürlich wichtig, wenn hier oben am Wurzelknoten, wenn die syntaktische Analyse gelingt, aber da kein Ausdruck vom Typ T dasteht, dann habe ich keine Interpretation gekriegt. Dann habe ich da noch was Ungesättigtes, das kann auch passieren. Also letztlich sollte der Parser so eingerichtet sein, dass er diese Analysen dann alle auch verwirft. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn Sie dieses Beispiel, wenn es nicht sofort alles anschaulich klar war, nochmal zu Hause Schritt für Schritt nachvollziehen. Wenn es da noch Fragen gibt, dann in Übungen oder bei mir einfach nachfragen dazu. Also das ist eigentlich der Schlüssel, ist üben. An solchen Beispielen üben, bis Ihnen ganz klar ist, wie die einzelnen Schritte ablaufen. So.
In den Übungen werden Sie dann auch versuchen, selbst solche Grammatiken zu formulieren, und zwar, wie schon angedeutet, in den RTK. Da sind semantische Grammatiken als eine Erweiterung der Merkmalsgrammatiken unterstützt. Sie müssen sich jetzt nochmal erinnern, wie die Merkmalsgrammatiken funktioniert haben. Das sind eckigen Klammern, das waren ja die Merkmalsstrukturen. Und mit Hilfe solcher Variablen, die Merkmalsvariablen, konnte man dann die Unifikation durchführen bzw. den Abgleich durchführen. Und dasselbe kann man hier eben auch mit Semantik. In spitzen Klammern stehen hier nicht Typen, sondern die prädikatenlogischen Formeln bzw. Lambda-Ausdrücke. Also Sie sehen die Notation, am besten schauen Sie sich es mal hier unten an. Die Bedeutung von Peter ist einfach Peter, also hier in klein geschriebene Konstanten sind Individuenkonstanten. Und als Lambda wird ein Backslash verwandelt, ein Punkt, um die Lambdas von dem Ausdruck, dem abstrahierten Ausdruck abzugrenzen, also nicht die eckigen Klammern in meiner Notation. Also das ist einfach Lambda, Lambda x von sleep von x und hier Lambda y, Lambda x von like von x, y. Das sind jetzt auch dieselben Beispiele, die wir auf der vorhin, sind analog zu dem, was wir vorhin gesehen haben, die Regeln, deswegen können Sie es hier auch ein bisschen vergleichen. Und die Interpretationsregeln, die werden dann auch wieder über solche Variablen gelöst. Das werden Sie also in den Übungen sich näher anschauen und dann auch Schritt für Schritt aufbauen, dann ist es auch gut nachvollziehbar. Hier nur nochmal das Beispiel, wie das dann durchführt, damit Sie es aufgezeichnet haben. Einige Sachen muss ich jetzt noch sagen, dann sind wir endlich fertig. Das Problem an NRTK ist, also das System hier funktioniert eigentlich ganz gut, aber er kennt keine Typprüfung. NRTK kennt zwar semantische Typen, aber nicht in der semantischen Grammatik. Das heißt, hier wird einfach ohne Typprüfung durchgepasst, jede mögliche Interpretationsregel angewandt und wenn er keine Beta-Reduktion schafft, steht am Ende ein ganz unsinniger, langer Ausdruck da. Das heißt, wenn Sie eine Typprüfung machen wollen, dann muss man die von Hand implementieren. Wir müssen also irgendwie in diese Merkmalstrukturen semantische Typen reinkodieren. Und das können Sie auf ganz verschiedene Weise machen. Ich schlage folgenden Trick vor. Sie führen in der Merkmalstruktur, also die Bedeutung, die Interpretation wird immer als ein Merkmal same geführt. Das muss same heißen, damit in der TK erkennen, dass es hier eine semantische Grammatik ist und da prädikatenlogische Formeln, Lambda-Ausdrücke berechnet werden sollen. Wir führen einfach ein zweites Merkmal Typ ein, indem wir den Typ reinschreiben. Also als elementaren Typ einfach als eine Konstante E oder T für die einfachen Typen. Bei zusammengesetzten Typen brauchen wir einmal einen Argumenttyp und einen Rückgabewerttyp und das können wir am letzten durch solche verschachtelten rekursiven Merkmalstrukturen. Das ist vielleicht eines der ersten Beispiele, wo wir wirklich rekursive Merkmalstrukturen brauchen und nicht nur Merkmalsbündel. Also der Typ E, T. Den kann ich darstellen, from bezeichnet immer den Argumenttyp und to den Ergebnistyp. Können Sie beliebig benennen, das ist jetzt wirklich auch von uns aufgesetzt. Also Eingabe ist Typ E, Ausgabe ist Typ T, das wäre so ein einstelliges Prädikat. Und das lässt sich jetzt beliebig weitermachen. Für ein zweistelliges Prädikat habe ich ja diesen Typ. Also habe ich als Typ was, was ein E erwartet und als Ergebnis ein einstelliges Prädikat, wie wir es gerade gesehen, zurückliefert und so weiter. Das wird dann ein bisschen unschön hier, aber dafür ist ja letztlich der Computer da und Sie werden das höchstens dann in ein oder zwei Beispielen schreiben müssen, praktisch. Hier ist noch ein Beispiel, wie das jetzt in NRTK aussehen könnte. Hier ist dann praktisch, und auch wieder Abgleich läuft. Das werden Sie sich in Übung, wie gesagt, noch weiter anschauen. Dann danke für Ihre Geduld und wir sehen uns nächste Woche wieder.